Ja, liebe Kollegen, herzlich willkommen. Bitte Platz zu nehmen, damit wir mit unserer Pressekonferenz beginnen können. Ich begrüße die mitgereisten Journalisten aus Dortmund, den Kollegen Josef Schneck und natürlich Herrn Klopp. Und Herr Klopp hat das erste Statement. Ja, danke schön. Wenn man ein Spiel in der 90. Minute oder vielleicht war es die 89. Minute gewinnt, ist das sicher als glücklich zu bezeichnen. Wir haben ja aber über einen langen Zeitraum ein richtig gutes Fußballspiel gemacht gegen einen leidenschaftlich, wirklich leidenschaftlich kämpfenden Gegner, der uns das Leben sehr schwer gemacht hat, der über verschiedene Maßnahmen über 90 Minuten gefährlich geblieben ist. Wir haben es versäumt nach dem 1:0 in der einen oder anderen Situation, wo wir wirklich große Möglichkeiten hatten, vielleicht etwas früher das 2:0 zu markieren. Dadurch ist Köln im Spiel geblieben. So fällt der Ausgleich, als wir noch in einmal in Unterzahl sind, weil Sven Bender kurz behandelt werden musste. Da fällt der Ausgleich und dann muss man sagen, beeindruckend. Die Gier und die Art und Weise, wie meine Mannschaft dann weiter auf die drei Punkte gespielt hat. Es waren einige Möglichkeiten noch dabei, einige Situationen, in denen wir sehr gefährlich waren. Natürlich war es beim FC auch so. Das war ein offener Schlagabtausch, den wir am Ende für uns entschieden haben. Das nehmen wir jetzt so mit und fahren mit einer Scheibe weniger nach Hause. Dankeschön. Ja, vielen Dank und bitte Zvonimir Soldo. Dortmund hat bis jetzt sehr guten Lauf gehabt in der Bundesliga. Die waren heute gegen uns Favoriten. Trotzdem, wir haben geglaubt, dass wir haben gegen die eine Chance heute hier. Zu meinen Spielern kann ich keinen Vorwurf machen. Die haben bis zum Schluss geglaubt. Der Gegner hat einige Möglichkeiten gehabt. Wir haben auch ein paar gehabt. Und muss man auch haben, so ein bisschen Glück haben. Ich denke, nach Spielverlauf, dass die Mannschaft einen Punkt verdient hat. Ja, dann beiden Herren erstmal bis hierhin vielen Dank und wir kommen zu Ihren Fragen. Bitte um kurzes Handzeichen, die meisten von Ihnen kennen das, und dann kommen die Damen mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ja, Billy Wolf hier vorne macht den Anfang. Ja, ich glaube, man sagt ja, ich kenne den alten Spruch, schlecht gespielt, aber gut gewonnen. Ich nehme an, in der ersten Halbzeit hätten Sie ja schon alles klar machen können mit Ihren Chancen. In der zweiten Halbzeit denke ich mir, wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, können Sie nicht zufrieden gewesen sein mit Ihrer Mannschaft. Sind Sie nochmal in Verdrückung gekommen, ein bisschen Pech, wenn der Schiedsrichter das Tor von dem Besonsten gibt. Sie waren mit dem Schiedsrichter nicht einverstanden, immer das habe ich ja gesehen. Dann verlieren Sie so ein Spiel und möglicherweise auch noch. Das stimmt. Aber also erstens hatten wir in der zweiten Halbzeit durchaus auch Phasen, die richtig gut waren. Aber keine Frage. Wir waren nur 1:0 in Führung und das bedeutet offenes Spiel. Das bedeutet, Köln muss kommen, Köln ist gekommen. Hat uns wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Allerdings, wir haben jetzt heute, und das ist eigentlich für uns auch sehr überraschend, das 7. Spiel in Folge gewonnen. Und wenn man 7 Spiele in Folge gewinnt, dann gewinnt man nicht alle mit 3:0 nach 60 Minuten Führung und dann spielt man es locker runter, sondern da muss man beißen. Und heute war so ein Spiel. Hier ging es für Köln um alles und für uns um sehr, sehr viel. Wir haben dieses Spiel angenommen und wie ich finde, am Ende trotzdem nicht unverdient 2:1 gewonnen. Wie gesagt, auch wenn wir respektieren, wer in der Schlussminute Tor macht, dann ist ein glücklicher Sieg. Das macht uns nichts und wir nehmen auch das so hin. Ah. Zum Glück hat er kein Mikro gehabt. Aber verstanden haben wir es trotzdem. So, dann die nächste Frage, diesmal wieder mit Mikro. Ja, Frage an Jürgen. Zweigeteilte Frage. Zum einen die Szene nach dem 2:1 mit Lukas Podolski und Nuri Sahin. Für beide, glaube ich, sehr emotional. Da gab es ein Vorgeplänkel. Wie beurteilst du das? Zum anderen die erste Tabellenführung seit 2620 Tagen, wenn auch nur womöglich vorübergehend. Bedeutet die dir irgendwas zu diesem frühen Zeitpunkt? Teil 1 der Frage. Ich konnte nicht sehen, wie was entstanden ist, aus welcher Emotion heraus es zu einem kleinen Geplänkel kam. Es ist ein Wortgefecht geblieben. Damit ist alles in Ordnung. Das finde ich unproblematisch. Die Jungs haben sich vor ein paar Tagen schon mal getroffen.
Es war ein hochemotionales Spiel. Ich habe eben schon gesagt, wir werden auch aus dem Gesicht, dass Roman Weidenfeller da beim Schlusspfiff gemacht hat, werden wir auch keinen Poster machen. Aber das ist Adrenalin pur. Und nur wer so sehr gewinnen will, hat auch die Chance dazu. Und dementsprechend gibt es dazu nichts zu sagen. Sie haben sich ein paar Nettigkeiten ausgetauscht. Das ist, denke ich, zu vernachlässigen. Das ist nicht weiter problematisch. Zur Tabellenführung. Wir wussten heute vor dem Spiel, dass das passieren kann, wenn wir gewinnen, dass es dann sogar eine logische Folge ist. Haben uns da überhaupt nicht mit beschäftigt, haben da nicht einmal drüber gesprochen, weder in der Sitzung noch sonst irgendwann. Aber wenn ich ehrlich bin, lieber eine Nacht Tabellenführer als nie. Und dementsprechend nehmen wir das jetzt einfach so hin. Ist völlig unproblematisch. Morgen kann das ganz anders sein und ist völlig, also auch hat keinen Wert, keinen wirklichen. Obwohl es schön ist, dass diese große Zahl, die du eben genannt hast an Tagen, dass wir da nicht noch ein paar Tage draufgesetzt haben. Das passt schon. Ja, gibt es weitere Fragen? Willi Wolf, diesmal wieder mit Mikro, bitte. Eine Frage an unseren Trainer, die ja nahe liegt. Haben Sie Ihre Maßnahme bedauert, den Mondi nicht einzusetzen? Darf ich die Antwort schon vorwegnehmen? Ich glaube, es war kein Anlass dazu. Ich denke, dass Miro hat ordentlich ein Spiel gemacht. Ich habe gestern im Hotel in diese Richtung mit Mondi gesprochen. Ich habe ihm meine Entscheidung gesagt und wir haben uns noch unterhalten ein bisschen und wir haben entschieden, dass er ein bisschen Auszeit kriegt, kann er sich ein bisschen über die Situation nachdenken und dann haben wir so gemeinsam entschieden, dass er nach Hause geht. Und das Spiel, nächstes Spiel, das lasse ich offen. Ja, weitere Fragen? Gibt es die? Keine mehr? Dann eine gute Heimreise und danke fürs Kommen.